Ja, mit der Meisterdiebin Kazumi Goto hier eingebrochen in diesen wunderschönen Tresorraum. Von Donovan, schieß mich tot, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Typ hieß, ist ja auch egal. Wir wurden entdeckt, so ein Pech aber auch. Sie haben uns gesehen. Oh Scheiße, ein Mech. Ja, und herzlich willkommen zurück, Freunde. So, wir haben die Mordwaffe von Präsidenten in unserer Hand. Oh. Gute Nacht. Wow, ich muss schon sagen, die Waffe ist ziemlich cool. Die kommt, die kriegt man auch wieder nur mit dem DLC. Ich gehe auf Tauchstation. So, eine kinetische Barriere hat also unser Freund hier. Das wird ihn nicht retten. Servus Leute, herzlich willkommen zurück. So, mal wieder ein kleiner Absturz. Ist ja nichts Unübliches mehr hier. Ärgern tut es mich natürlich enorm, weil ich muss echt mal jetzt schauen, ob es nicht schon ein neues Update oder sowas ähnliches gibt. Für Grafikkartentreiber. Es nervt mich tierisch, dass immer wieder die Spiele mir auf dem Desktop hopsen. Wie gesagt, einige Spiele machen sowas nicht mit. Das hat sicher wehgetan. Und deswegen fürchte ich da drum. Sie sind aus dem Tresorraum raus. Festsetzen. Ja, ja. Verdammt! Donovan Hock. So. Ja. Kletterst du da jetzt mal hoch oder machst du es heute nicht mehr? Okay, scheinbar geht's hier nicht hoch. Vielleicht geht's hier hoch. Mensch, eine Treppe kann man auch benutzen. So, einen PDA zum Hacken, bitte. Oh, das haben wir jetzt auch schon lange nicht mehr gemacht. Zack. Und. Aber es sollte eigentlich immer relativ schnell gehen. Das sieht gut aus. Nein, das. Das hier ist auch nicht verlangt. Und zwar das hier ist verlangt. Jawoll, da gehören uns 4200 Credits, Freunde. 200, das wird gleich mal gespeichert, dieser super Erfolg. Fump. Okay. Wow. Der hier eine richtige Festung. Der gute Donovan Hock. Wir wurden entdeckt. Das hast du richtig bemerkt, Shepard. Jo, kommt sofort. Gute Nacht. Oh. Verschwinde.
Unser Verbündeter ist mal sowas von offline. Fordere Unterstützung an System. Auswahl. Die sind voller Treibstoff. Das reicht locker, um die Wand niederzureißen. So, Ersatzteile bergen wir mal. Das kann man immer gebrauchen. So, immer mal wieder erfünfen. Nicht vergessen. Jetzt ist sie wieder auf der anderen, okay? Schwupp! Wo habe ich jetzt raffiniertes Palladium gesehen? So, jetzt erstmal Ersatzteile. Ich glaube, das hat gewirkt. Das hat gereicht. Was zum Teufel macht ihr da unten eigentlich? Wir nehmen. Tötet Solomon Gun und bringt mir das Bild. Solomon Gun? Tja, wenn ihr wüsstet, wer Solomon Gun wirklich ist, Freunde, dann. So, der Mech könnte jetzt tatsächlich für Schwierigkeiten sorgen. Wow. Eine schicke MP hier macht sich relativ gut in meinem. In meinem Waffenslot. Ich glaube, die werde ich behalten. Die ist wirklich ziemlich cool. Schwere Pistole und eine kleine MP. Sweet, sweet, sweet. Geben Sie auf, Kasumi. Sie wissen doch, was mit Ihrem Jüngerchen passiert. Reden Sie nicht so über Keiji. Sie. Ich schätze mal, wir erfahren noch, wer KG dann wirklich war. So, jetzt reicht's mir auch mit dir. Da! Die Kuh. Hinter so einem Ding bin ich mal in Deckung gegangen. Das war lustig, was danach passiert, als der Gegner rausgefunden hat, dass er drauf schießen kann. Na, nicht so ganz. Das wollte ich, genau. Toter Söldner. Das sieht interessant aus. Tech-Schaden. Medizinkit öffnen. Plus 100 Credits Bergungsgut. Haltet sie beschäftigt. Ich werde das selbst erledigen. Da kommt jemand! Tarne mich! Alter Schwede, ey. So, was mit dem da hinten? Okay, Kasumi kümmert sich schon um den üblen Burschen da hinten. So, Ersatzteile bergen wir mal, denn das gibt Knete. Nein, das wollte ich nicht. Da eigentlich nachladen. So. Äh,
Ja, Einigkeit. Schnauze, Schwuchtel. So, Kazumi, du hängst da ein bisschen rum, ne? Okay, ich kann nicht speichern. Das heißt, hier sind irgendwo noch Feinde. Nacht. Alter, lilanes Blut? Ich wusste jetzt auch nicht. So, PDA-Zugriff. 1800 Credits. So, irgendwas Raffiniertes sehe ich hier immer wieder auf dem Schirm. Ah, da ist es. Wow. Da ist es. Raffiniertes Platin. Nice one. So, jetzt können wir mal einen kurzen Save vertragen. Jawohl, ja. It looks good. Ja, gut, alles klar. So, mal sehen, ob er kommt, der gute Donovan Hawk. Oh. Woher habe ich jetzt das Gewehr? Ach. Es hätte für das Ganze einen einfachen Weg gegeben, Goto. Jetzt zeige ich Ihnen den harten. Wir haben die Gesellschaft vor uns. Scheiße, das wird nicht lustig werden. Natürlich laden sich seine Schilde wieder auf. Augen nach rechts. Sehen Sie das? Oh mein Gott. So. Was haben Sie Ihrer Begleitung erzählt, Kazumi? Dass Sie das aus Liebe tun? Der Jäger ist zurück, mit voller Schildstück. Wenn ich es bis zum Schiff schaffe, kann ich die Schilde außer Betrieb setzen. Kann ich hier nicht in Deckung gehen? Schussfeld. Los geht's! Alter Schwede.
ist ganz schön gelenkig. Oh, eine Taube. Ah, komm, jetzt reicht's mir. Time to say goodbye. So, Medizinkit. Haben wir ja alles nicht gebraucht. Gott sei Dank. Ja, Freunde, damit würde ich sagen, Kazumis Loyalität wäre schon mal gesichert. Also hoffe ich mal. Die ist echt gut. Ist gut, dass wir die haben. So, das heißt, Abdampf. Ja, Abmarsch. So, jetzt aber nix wie weg hier. Kazumi. Wenn du das hier siehst, bin ich bereits tot. Die Information, die wir gefunden haben, ist hier drin. Eine Riesensache, Kazumi. Wenn der Rat jemals davon Wind bekommt, dann könnte die Allianz darin verwickelt werden. Kazumi, ich habe die Informationen aus Sicherheitsgründen verschlüsselt. Und den Schlüssel dazu habe ich in deine Greybox eingespielt, damit sich niemand das komplette Paket greifen kann. Aber wenn ich tot bin und jemand von dieser Sache erfährt, dann habe ich dich zur Zielscheibe gemacht, Schatz. Es tut mir so furchtbar leid. Keiji. Ich kenne dich, Kazumi. Du wirst diese Erinnerungen für immer behalten wollen. Aber du weißt auch ohne neurales Implantat, dass ich immer bei dir sein werde. Bitte, Kazumi, lösche diese Dateien. Das ist alles, was ich noch tun kann, um dich zu schützen. Das kann ich nicht. Sonst ist doch nichts übrig. Leb wohl, Kazumi. Ich liebe dich. Gibt es keine Möglichkeit, nur die Information zu zerstören? Nein. Keiji ist ein Meister im Verschlüsseln von Dateien. Er hat die Information mit seinen Erinnerungen verschmolzen. Man kann das eine nicht bekommen, ohne das andere zu erleben. Wenn es für Sie wichtig ist, behalten Sie sie. Sie müssen nur bereit sein, die Konsequenzen zu tragen. Ja, das bin ich. Ich tauche unter. Niemand wird wissen, dass ich existiere. Ich glaube, das will ich. Danke, Shepard. Macht sie mal einen virtuellen Trip. Ja, Freunde, wir sind am Ende dieser Mission und am Ende dieser Folge. Stufenaufstieg. Missionszusammenfassung. Der Raub war erfolgreich. Keiji Okudas Greybox wurde zurückgeholt und bleibt in Kazumi Gotos Besitz. Donovan Hock wurde bei der Zerstörung seines Jägers getötet. Kazumi ist loyal. Sprengladung. Geringen Schaden verursacht. Alle Ziele in der Nähe handlungsunfähig macht. Neues Outfit für Kazumi. Jawohl, ja, die MPM-12 Locust, Tech-Schaden, Credits und natürlich, ja,
Platin, genau. Und Bericht schließen, aber das machen wir erst beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Mass Effect 2. Bis dahin, ciao, macht's gut, Leute. Servus, Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2. Kazumi Goto ist nun loyal uns gegenüber. Das freut uns außerordentlich. Und deswegen mache ich direkt weiter, ohne Zeit zu verlieren. Wir haben nämlich auch einiges an Missionen vor uns und das hier wäre erst der Anfang. So, wir können auch mit Kazumi mal ein bisschen quatschen. So, wir waren jetzt auf Bekenstein. Aber damit sind wir in Boltzmann fertig und haben es zu 100% abgeschlossen. Jetzt fliegen wir mal zurück nach Witwe. In den Subnebel. Wir haben die Hälfte unseres Treibstoffs verbraucht. Ja, keine Sorge, Idi, ich kaufe schon Treibstoff und noch die restlichen Sonden, die wir brauchen. Ich mache mal ganz kurz einen Break, Leute. Nur ganz kurz einen Break.